Herzlich willkommen. Heute mal was ganz anderes. Heute erzähle ich euch keine Story. Heute wird mein Bruder äh, Tomek, besser bekannt als äh, Knastvlog, seine Story erzählen. Ich weiß, dass du einen äh, Kanal hast, der Knastvlog heißt, aber ich weiß nicht, warum du im Knast saßt. Ich weiß nicht, was du getan hast. Ich weiß nicht, wie lange du gesessen hast. Ich bin einfach gespannt, Brudi, und erzähl einfach. Okay. Ich freue mich. Also, ähm, du weißt ja wirklich, das ist zum ersten Mal jetzt so eine Situation, ja. deswegen freut mich das auch, ist für mich auch was Neues. Ähm, also, ich, fang, ich muss ja direkt bei den harten Sachen anfangen. Ne? Also, warum war ich im Gefängnis? Wegen äh, dreifachen Banküberfall. Der letzte Banküberfall ist dann nochmal in einer sehr dramatischen Situation geendet, ne? aber ich würde sagen, wir machen Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, ja Genau, genau, genau. 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 Ähm, also wir müssen ganz kurz ein bisschen ausholen, damit du hm. die äh, psychologische Verfassung ein bisschen verstehst mhm. und die Motivlage dahinter. Okay. Ähm, es war so, dass ich bei äh, VW Werk gearbeitet habe oder im VW Werk gearbeitet habe als Leiharbeiter. Äh, kurz vorher erst aus der Haft kam. Ich war drei vier Monate draußen, habe eine Anstellung bekommen durch eine Leih Zeitarbeitsfirma. Ähm, und es hat so gewirkt und hat sich auch so angefühlt, als ob ich gerade noch mal die Kurve gekriegt habe. Weil VW ist in der Stadt, wo ich herkomme, Wolfsburg, das Nonplusultra, was Arbeiten gehen angeht, was mhm. sichere Arbeit auch angeht. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend ähm, komplett aus dem Häuschen. Das Besondere daran war, dass ich relativ schnell es geschafft habe, mir diesen Festvertrag zu erarbeiten bei VW. Ähm, ich werde diesen Tag nie vergessen, als mir das mitgeteilt wurde und so. Ne? Alle waren aus dem Häuschen. Ich war damals noch verlobt mit einer Frau. Wir wollten heiraten, Kinder, Familienplanung und und und. Eltern waren natürlich glücklich. Ne? Wie äh, alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Ich war so äh, 23, 24, mhm. so ungefähr in einem Dreh. Also, wo man noch denkt, okay, der Typ hat viel Scheiße gebaut, aber der Karren ist noch nicht so tief in der Scheiße, dass man ihn nicht wieder rausziehen könnte, ja, ne? mit ja. Mühe und Not. Ja. So, äh, dementsprechend, alle haben sich gefreut, ich natürlich auch, ne? war aber immer noch so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Also, halb Straße, halb legal arbeiten gehen. Ich habe mhm. quasi neben meiner Arbeit noch teilweise Drogen verkauft und so weiter und so fort. Okay. Ähm, das zieht sich quasi so mein, durch mein ganzes Leben. Ne? Ähm, und dann kam etwas Besonderes, und zwar die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Ja, so. Die wurde verursacht durch eine amerikanische Investmentbank. Lehman Brothers sind damals pleite gegangen. Dadurch wurde diese Weltwirtschaftskrise ausgelöst. So. Was passiert, wenn eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst wird? Das Erste, was Unternehmen machen, und auch so große Unternehmen wie VW, sie stoßen erstmal alle Leiharbeiter ab. Okay. Das ist, warum sie eingestellt wurden, weil sie keinen Kündigungsschutz haben und so weiter und so fort. Das ja, heißt, ja. wenn die Auftragslage gut ist, kannst du viele Leute holen. Wenn die Auftragslage lau ist, kannst du dich ganz leicht von den Leuten verabschieden, ohne Kündigungsschutz oder irgendwie großartig vor nichts rechtfertigen. Genau so einfach, genauso. Weg, einfach auf die Straße fertig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also. Ähm, und genau das ist mit mir passiert. Genau das. Ne? Also ich habe mich voll gefreut, war aus dem Häuschen, dachte, oh, korrekt, ich habe irgendwie, für mich hat es das so angefühlt, als ob ich meine Rente noch gesichert habe. Ja, Ist ja. so mäßig. Okay, okay. Äh, und hatte da auch hohe Ambitionen und so, ne, wollte Meisterschule machen, Pipapo und so weiter, ne? Weil VW fördert. fördert. Ja. Leute, die wollen, Leute, die was im Kopf haben, Leute, die diszipliniert sind und zeigen, ne? fördern sie. Ähm, mit dieser Kündigung ging erstmal so ein, so, ein, so ein kleiner Lebenstraum äh, flöten. So, weil du musst dir vorstellen, ich kam mit acht Jahren nach Deutschland. Und irgendwann in den ersten in dem ersten Jahr, wo wir in Deutschland waren, haben wir so eine, so eine Tourismus-Tour gemacht durchs VW-Werk. Ja? So. Okay. Ich habe große Augen damals schon gehabt, dachte mir, okay, hier wirst du irgendwann arbeiten. So, weißt du? Ja, ja. Hier wirst du irgendwann arbeiten. So. Ja. Sehr interessant, sehr, Autos schweben da durch die Halle und da wird das gemacht, hier wird das gemacht und sehr, sehr interessant. Gerade als kleiner Junge, weißt du, bist du natürlich sehr, sehr ja. ähm, Was passiert also? Ich verliere diese Arbeit. Meine Beziehung geht langsam in die Brüche, auch nach der Zeit, weil ich wieder anfange, mehr Drogen zu konsumieren, beispielsweise also gekifft habe ich in der Zeit. Viel, okay. weißt du. okay. Dadurch ging die Beziehung immer mehr kaputt. Es sind noch viele andere Sachen passiert. Ich wurde äh, sanktioniert vom Arbeitsamt und so weiter, 100 Prozent. Damals war es noch möglich. Jetzt ist ja, es ja. gesetzwidrig. Ja, wenn, wenn etwas scheiße läuft, dann kommt auch echt alles auf einmal. Ne? So ist es, ist genau schön. so ist es. Und so kam das bei mir, ne, dass also diese, warum habe ich diese 100 Prozent Sanktionen gehabt? Weil ich in eine Depression geschlittert bin. Ne? Also ich habe meine Arbeit verloren, meine Beziehung ist kaputt gegangen, so dass sie wirklich kaputt gegangen ist. Also ne, ja. wir haben uns getrennt dann. Ähm, ich saß zu Hause, habe gekifft, hatte gar keine Perspektive, gar, keine, gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels gesehen, weißt du, und bin in eine Depression, eine schwere Depression reingeraten. Ne? Also ich meine jetzt nicht, dass ich da drei Tage zu Hause war, mir ging es irgendwie schlecht oder sowas, ne? das meine ich nicht. Sondern mhm. Ich meine, ich habe oft im Gefängnis darüber nachgedacht ne? und habe versucht, weil ich auch natürlich mit Sozialarbeiter und Psychologen zu tun hatte und so weiter. Mhm. Ne? Und über die Jahre habe ich für mich so eine Definition gefunden für schwere Depressionen. Und weil heutzutage haben wir in unserer Gesellschaft sehr oft so, dass Leute kleine Wiefelchen haben und das direkt als an die große Glocke hängen. Ja klar. Das, Deswegen macht das die, das macht die, die 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 schwere Depression das relativiert sich so ein bisschen. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Weil eine schwere Depression wirklich, also lebensgefährlich ist. Weißt wie, du? wie kannst du die beschreiben? Also Wusstest du, dass du Depression hast, ähm, oder? Nein, 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 Bruder. Ich wusste es am Anfang gar nicht. Ich wusste es erst im Nachhinein, ehrlich gesagt. Ich wusste es Also ich, ich habe vielleicht so eine Ahnung gehabt oder sowas, ne? Aber ich bin da reingeschlittert und du musst dir vorstellen, du, 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 nichts macht Sinn. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Um ja. dich herum ist nichts. Du siehst doch nicht irgendwie einen Ast, nach dem du greifen kannst oder irgendwas, weißt du? Ja, du empfindest ja. absolut gar nichts mehr. Weißt du? So. Ähm, du isst nicht mehr. Du hast das Verlangen zu essen, hast du nicht mehr. Ne? Ich, ich weiß nicht warum, ich habe auch versucht, mir das zu erklären, warum, wieso, weshalb, vielleicht so als Lebensverweigerung oder sowas, ja. weißt du, dass du keine, keine Nahrung mehr aufnimmst, so als, als Protest gegen das Leben quasi so mäßig, weißt du? Ja, ähm, äh, aber auch allein das Einkaufen gehen, Bruder. Es war nicht möglich. Es war nicht möglich. Und wenn dann nur um 6 Uhr morgens, wenn die Geschäfte gerade aufgemacht haben, weil du willst, äh, dass niemand dich. Auch bei diesem Leid sieht. Du? Weil ja. du das Gefühl hast, das ist dir ins Gesicht geschrieben. Das, ist, das steht auf deiner Stirn so. Ne? Deswegen kapselst du dich ab, so weit wie es geht, von der Welt. Ne? Das vergrößert wahrscheinlich die Depression sogar noch. Weil wir ja. sind soziale Wesen. Ja, wir klar. gar keine sozialen Kontakte mehr haben. Gehen wir noch mehr zugrunde. Ja. Und ähm, ich kann mich an eine Sache erinnern. Da bin ich nachts losgegangen um äh, Zigaretten zu holen zum Automaten. Das war so ein bisschen länger, ich weiß nicht, vielleicht ein Kilometer oder so, vielleicht nicht ganz. Weißt, so. ja. äh, das war 3 Uhr morgens oder so. Ähm, ich bin losgegangen und musste unterwegs anhalten, weil ich nicht weitergehen konnte. Ich hatte keine Energie. Weißt du, nur dieses äh, Zuhause, nur dieses Rumliegen im Bett, du kommst gar nicht ja. aus dem Bett, du kommst ja, nach Hause, du gehst, du gehst direkt unter die Decke, also richtig unter die Decke so, und so mit Kissen und Schilds da und entweder ziehst du dir irgendeine hirnverbrannte Scheiße im Fernsehen rein oder, oder ich, ich, ich war zu der Zeit äh, trotzdem immer noch, weil ich sehr so auf Dokumentationen abfahre und recherchiere gerne ja. verschiedene Bereiche und so, ähm. Hat mich das auch, ich glaube auch so dieses, dieses ganze Nachrichten, ich habe extrem viel der Nachrichten konsumiert und geguckt und wie und was und wo, habe mich über diese Weltwirtschaftskrise richtig äh, informiert und so weiter und so fort. Ähm, aber diese, also nochmal ganz kurz zu dem Moment, ne, du musst dir vorstellen, ich gehe drei Uhr morgens los aus meiner Wohnung, ich will Zigaretten holen und ich muss auf dem Hälfte des Weges, muss ich noch auf so einem, äh, wie soll ich sagen, wie so ein Holz, äh, wie so ein Schmaler Holzzaun, also auf dem mhm. man sich setzen kann quasi. Ja, so ja. als Abgrenzung einfach, damit nicht ja. auf dem ja. Rasen rumgelaufen wird. Ja. So ein Ding, ich weiß noch wie heute, ich musste mich da draufsetzen erstmal. Hab erstmal überlegt und dachte mir, scheiße, wie kommst du jetzt hier wieder weg? Weil das war ungefähr auf halbem Weg zum Zigarettenautomat und die gleiche Strecke brauche ich noch ungefähr nach Hause. Ich saß da und dachte mir, scheiße, Alter. Und dann bin ich aufgestanden und hab meine Beine mit meinen Händen. So, weißt du, mit meine ja, ja. meinen Händen bewegt, mit meinen mein Arm sozusagen, meine Beine nach vorne bewegt. Ja, ja. Ey, es hat so lange gedauert und ich habe überlegt, später, ne ich habe sehr oft über die Situation später im Nachhinein noch nachgedacht und dachte mir so, okay, was war das denn? Das war, das heißt, du hast deinem Körper gar keine Nährstoffe mehr gegeben, so absolut gar nichts und wenn, dann frisst du so Brötchen mit Nutella oder mit, weißt du, so irgendwas Süßes, damit so, du kannst, keine Ahnung. Katastrophe. Also gar keine mhm. Energie. Null, null, ne? Also in so einer Verfassung war ich zu dem Zeitpunkt, muss ich dir vorstellen. So. Und dann es ging so weit, dass ich wirklich schon äh, Pläne hatte oder Methoden mir gedacht habe, wie ich mein Leben beende. Du? Also so weit war ich schon, dass ich, mir, dass ich wirklich so an den Tiefpunkt angekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, du hast hier komplett verkackt, so auf ganzer Tour. Ja. Und äh, du siehst auch keine Hoffnung mehr, dein Leben noch zu ändern oder das Ganze irgendwie rückgängig zu machen oder es fehlt dir die komplette Perspektive für alles einfach. Und trotzdem nebenbei habe ich mich mit Nachrichten beschäftigt. Was ist hier? Was ist da? Mhm. Was ist mit Banken? Was ist das Finanzsystem? Was ist hier? Was ist da? Und so bin ich immer tiefer, tiefer, tiefer in diese Informationsspirale reingegangen. Und äh, das war nicht schwer, quasi äh, ein Schuldigen für mich in der Situation auszumachen für meine Situation. Und zwar ich wusste, okay, warte mal, ich habe meinen Job verloren, weil äh, diese Finanzkrise war. Mhm. Die Finanzkrise wurde ausgelöst durch wen? Durch Banken. Ja. Es war zwar eine amerikanische Investmentbank, die nichts mit Hausbanken zu tun hat, die, die ich später überfallen habe, mhm. aber für mich in meinem Kopf war das so, die Legitimation. Wie viele Bank, also Raubüberfälle hast du da gehabt? Drei, drei für drei wurde ich verurteilt, genau. Okay. Genau. Und wann hast du damit angefangen? Also du hast erstmal einen Schuldigen gesucht, das war für dich die Bank und da hast du gedacht, ich nehme genau, jetzt genau. gehe ich mir jetzt davon aus, ich nehme jetzt Rache genau, an der Bank. Genau so. ne? Also ich habe mir gedacht, das wird so mein persönlicher Rachefeldzug von wegen so, ey, ihr habt mir was genommen, ich will mein Leben zurückmäßig oder ich will meinen Hack zurück oder ja, was klar. auch immer. Ja, ne? ja. Du willst so, du willst, so für mich war das so, ich bin auf einer Mission der Gerechtigkeit oder sowas. Ja, ja, ich so verstehe. mäßig. Ich hole mir ich meine Gerechtigkeit zurück, so ja, mäßig. Ja. Ich verstehe. Ähm, Natürlich aus heutiger Sicht vollkommener Quatsch, ne? Aber damals habe ich so gedacht. Ja, klar. Heute ist auch, auch psychologisch für mich erklärbar, warum ich so gedacht habe. Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, jeder Terrorist ne, legitimiert sich irgendwie seine Taten auch. Ja, klar. Auch wenn da sogar Menschen drauf, äh, bei drauf gehen und so. Mhm. Aber im Endeffekt kommt er auch nach Hause und er hat auch Frauen und Kinder. Ne? Tatsächlich. Und so? ähm, er ist auch ein Mensch. Es ist, Leute versuchen immer, oder die Medien versuchen das immer zu menschlichen, aber es sind auch Menschen. Es gefällt einem vielleicht nicht, man will sich mit dem Gedanken vielleicht nicht anfreunden, aber er hat genauso Kinder, er hat genauso eine kranke Mutter vielleicht wie du, er hat genauso einen Bruder vielleicht ne, und so weiter und so fort. Er ist immer noch der Familienvater, auch wenn er nach Hause kommt, so mäßig. Ne? Ja. Und du musst ja abends, wenn du in den Spiegel guckst, dir deine Handlungen legitimieren, so dass du vor dir selber erstmal in den Spiegel gucken kannst ja. und auch, dass du ruhig schlafen kannst. Klar. Weißt klar, du? Klar. Weil sonst kommt, kommt das nicht zusammen so. Und dementsprechend habe ich mir so eine Legitimation gesucht quasi. Die habe ich darin gefunden. Ah, okay, die Banken. Ah, hier Banken, hier Banken. Dann gab es natürlich. Ähm, also, wenn man da so ein bisschen jetzt sich in den Film reindenkt. Okay, du hast jetzt für dich den schuldigen Banken. Dann guckst du natürlich die eine Bank-Doku. Dann steht hier die Deutsche Bank in der Kritik. Weil die spekulieren an Rohstoffbörsen auf Nahrungsmittel beispielsweise. Treiben so künstlich Kurse in die Höhe damit. Äh, also, was heißt damit? Die, die, die machen das nur aus Profitgehirn, ist klar. Ja, klar. Aber das Problem ist, wenn irgendwo am anderen Ende der Welt der Reis plötzlich 20, 30, 40, 50 Prozent mehr kostet, für uns im Westen kein Problem. Wir werden trotzdem uns das leisten können irgendwie, ne? auch wenn wir uns vielleicht aufregen. Ah, der Reis hat doch noch vor einem Monat so und so viel gekostet. Aber am anderen Ende der Welt, in der dritten Welt, sorgt das für Hungerkatastrophen. Da wird quasi mit, 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 mit Hungersnöten, mit Menschenleben... Mit ja, Tragödien so. wird da gespielt, so ne? Und ähm, noch viele andere Skandale, ne? Was, was Banken so gemacht haben an Korruption und hin und her. Und dann war so, okay, alles klar, Alter. Ihr seid ja selber kriminell. Ja. Ihr seid ja selber kein Stück besser als ich. Was ist denn mit euch? So und so kam dann langsam so diese, diese. also erstens hatte ich so meinem Leben abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und mein Gedanke war so, wenn ich gehe, ich gehe mit einem großen Knall. Ich gebe mich nicht einfach so jetzt zufrieden und sage, okay, alles klar, mach hier Selbstmord und das war's. Weißt du, ich mache, ja, so? Ja. Nee, nee, so machen wir nicht. Du hast dich dann entschieden, eine Bank auszurauben. Ja, genau so. Okay. Und hast du das alleine geplant? Oder? Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Erzähl von dem Tag. Der interessiert mich. Vom ersten Überfall. Ähm, der erste Überfall hatte ich tatsächlich, wollte ich schon seit mehreren Tagen machen, eigentlich. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe aufs passende Wetter gewartet. Aufs passende mein, Wetter? Ja, ich musste aufs passende Wetter warten, so Warum? Ähm, weil ich eine bestimmte, ein bestimmtes Kostüm für diesen Überfall schon hatte quasi. Ich nenne es mal Kostüm, aber es war im okay. Endeffekt einfach nur so ein, so ein nadelstreifen Okay. Ja? Ein Panama-Hut, okay. eine Sonnenbrille. Okay. Und Jeans und dann wäre ich da halt so mit einem Koffer. Ne? Würde ich da aufkreuzen. Ein ne? Koffer, eine kleine Tasche noch dabei, eine kleine Zeitung. Die Rolle quasi. Ja, ja, ja. Das war die Legende, das war die Rolle, der ich entsprechen wollte. Ähm, das wird im Verlauf der Geschichte noch äh, sich herauskristallisieren. Warum, okay. wieso, weshalb und so weiter. Okay. Ähm, dementsprechend wurden natürlich Wochen vorher, ich habe das Wochenlang geplant. Ne? So, vielleicht sogar Monate. Also der erste, der erste auf jeden Fall. Ne? Okay. Man ist immer wieder durchgegangen im Kopf. Ne? Wie, wie, hast du dir den, wie hast du dir das vorgestellt, den, den Überfall? Also, guck mal, wie, wie hast du ihn die ge geplant? Also hat das Wetter gestimmt an dem Tag, wo du es dann gemacht hast? Es hat gestimmt, ja, es hat gestimmt. Also es, es hat gestimmt. Also guck mal, es musste Sonnenschein Sonne sind Tag. Sonne, ja, okay. Es musste Sonne scheinen. und das war diese Zeit war so zwei Tage war ein bisschen Regen, dann war ein bisschen wolkig und ich ja. brauchte einen sonnigen Tag, damit meine Sonnenbrille, dieser Panama Hut, damit das alles ins Bild passt. Ja, ja, ja. Weil an einem anderen Aber Tag. Warum war das so wichtig? Ähm, stell dir mal vor, ich komme jetzt, es ist draußen bewölkt oder es regnet und ich komme in eine Bank. Rein. Darf nicht vergessen, ich komme in eine Bank rein. Nicht einfach um Pennymarkt oder sowas. Da komme ich, ja, ja, ich komme ja. in eine Bank rein und ich habe eine Sonnenbrille auf, die ich habe eine sehr große Sonnenbrille aufgehabt, ja, verhältnismäßig. Ähm, dann dieser Hut und so, weißt du, das ist ja. ein bisschen, das, das, das kommt dann, das kommt dann ähm, äh, unauthentisch rüber und da könnten die ersten Verdachtsfälle aufkommen. Okay. Von wegen so, oh, das sieht aber verdächtig aus dem Behalte, warum ist er so verdeckt? Warum, Hey, draußen ist doch. Ich bin doch vor heute selber zur Arbeit gekommen. Es war doch alles bewölkt oder vielleicht sogar Regen und da kommt hier mit einer Sonnenbrille und Panama Hut und so ja, weiter und so ja. fort. Ich wollte wie ein ganz normaler Bankkunde wirken. Ohne, also ich wollte weder positiv noch negativ auffallen. Das war das Wichtigste, ja, ja. dass ich reinkomme und ich gehe wie ein normaler. Wie ein normaler Kunde, gehe ich quasi in diesem Bankgeschäft, gehe ich unter. Ja, ja, weißt du? ja. Das war das Wichtigste, damit ich später keine Zeugenaussagen großartig gibt, wie sah er aus, wie groß war er, und 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 und. und. Ja? So. Dementsprechend war das sehr wichtig, dass Sonne scheint äh, an dem Tag. Der Sonne M hat geschienen an dem Tag. Sonne hat geschienen, ja. Ich habe ja darauf gewartet schon. Ne? Du musst dir vorstellen, ich war schon Aufbruchsstimmung. Also ich beobachte den Wetterbericht. Ja, kündigen ja, ja. kündigen die Sonne an, aber am Ende ist es doch irgendwie so komisch, wolkig ja. und so passt nicht, ne? und Die Temperatur ja. passt nicht und so. Ja. Ich warte, ich warte. Es ist August, ne? Ende August, muss ich okay. dir vorstellen. Okay. Das bedeutet, ich überlege sogar, ey, nicht, dass der Sommer jetzt komplett Abbruch bekommt, so und ich ja. bin hier komplett, ne? Also ich ja, ging ja, ja. auch finanziell langsam schon so am Limit, ne? Mhm. Ich so, okay, das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt durchziehen. Hat die Sonne geschienen? Ich habe natürlich den Plan, den ich vorher schon mehrfach in meinem Kopf durchgegangen bin. Ne? Ich hatte schon einen Koffer besorgt, Wochen vorher. Mhm. So. Der Koffer war ganz wichtig, weil ich eine andere Methode gewählt habe, wie ich die Bank überfalle. Also man kennt es ja klassisch, du kommst rein, holst eine Pistole raus, schießt in die Luft äh, äh, ne? mhm. und äh, sagst Geld her. So, ne? Wie hast du das ähm, gemacht? Meine, meine Taktik war ein bisschen subtiler. So, ne? äh, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens bin ich alleine. Das bedeutet, ich habe nicht noch zwei, drei Mann, die gucken können, was ist hier, was ist links, was ist rechts und so mhm. absichern können, vielleicht irgendwelche Wege oder sowas. Ich bin komplett alleine. So. Ähm, ich möchte nicht, ich möchte möglichst wenig Leute in, äh, in diesen Banküberfall äh, involvieren. Ja? So. Äh, in der Regel nur zwei Leute eigentlich. Mhm. Wie schaffe ich das, dass ich reinkomme wie ein Maulwurf und quasi ganz klang heimlich mit dem Geld wieder gehe, ohne dass irgendwas passiert. Da, darüber habe ich mich die ganze Zeit Gedanken gemacht. Weil ich wollte nicht in die Situation, reinkommen, Waffe ziehen, das ist ein Überfall, gibt, das Geld her und dann mit dem Geld wieder maskiert rausrennen. Mhm. Das war mir zu risikohaft. Es kann sehr viel schief gehen. Zu großes Risiko. Deswegen habe ich mir eine andere Methode einfallen lassen habe mir gedacht, okay, weißt du was? Du überfällst Banken mit Bombenattrappen. Okay. Das heißt, der Koffer. Wozu ist der Koffer? Da ist die angebliche Bombe drin. Die Bombe gab es natürlich nie. Also ja. Nie mal Attrappen. Ja. Es, es war es, also es war nicht mal so, dass es hätte explodieren können irgendwie auf dem falschen Weg. Ne? Also es ist einfach nur, ich habe einfach nur den Koffer beschwert. Ja? Ja. Beim ersten Banküberfall war das äh, Katzenstreu. Okay. Ich habe einfach 10 Kilo Katzenstreu gekauft bei Tipp oder bei Real damals. Ne? Ja. Keine Ahnung, wo das war. Bei Real denke ich aber von Tipp dieses Katzenstreu. Ja, ja. Ähm, hab das als Beschwernis in den Koffer reingelegt, so. Äh, allein das Präparieren dieses Koffers war schon richtig ekelhaft, weil du musst dir vorstellen, es ist Sommer. Das heißt, ich muss das ganze ohne Handschuhe machen. Ich bin aber schon einschlägig bekannt bei der Polizei. Die haben meine DNA und die haben auch meine Fingerabdrücke. Mhm. Das bedeutet, allein bei der Präparierung dieses Koffers musste ich schon, ich war so wie Breaking Bad. Weißt du, wie ja, Heisenberg ja. angezogen, so dies, das, jenes und so, damit ja, ja. keine Hautschuppe oder irgendwas. Ja, du bist halt. alles durchgegangen einfach. Die nähen das Ding komplett auseinander, weißt du? Ja, klar. Also, hab das präpariert, hab das eingebaut, hab den Koffer noch ein bisschen alt aussehen lassen extra, damit die nicht großartig auf die Spur gehen oder auf die Suche gehen, wo, wo wird er vertrieben, wo wurde er gekauft, vielleicht gibt es irgendwelche Überwachungskamerabilder äh, ja. von, von, von dem Laden und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dachte mir, okay, alles klar. Weißt du, ich drohe einfach mit einer Bombe, weißt du, weil ich mir dachte, das Bedrohungsszenario ist so hoch und deswegen war es auch wichtig, dass ich authentisch rüberkomme und vor allem glaubhaft, weißt du? ja. ähm, das Risiko, also die Bedrohung muss so hoch sein für die Leute, dass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, den Knopf zu drücken, den sie unterm Tisch haben, teilweise aber auch in Teppichen eingearbeitet und 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 und. Ne? So. Äh, da haben die mittlerweile sehr ausgeklügelte Systeme teilweise. Deswegen wusste ich dass eine Mitarbeiterin den Alarmknopf betätigen kann, ohne dass ich auch nur den blassesten Schimmer davon habe, was sie gerade getan hat, weil es einfach überhaupt nicht auffällig war, weil sie es mit dem Knie gemacht hat oder irgendwie unterm Tisch ja, und so. Ne? Ja, ja, ja. Äh, deswegen war das Wichtigste, okay, wie wie verhindere ich das, dass eine Mitarbeiterin den stillen Alarm aktiviert und ja. ich renne hier in die Polizeiarme aus der Bank. wusste Okay, wenn ich das glaubhaft rüberbringe. Und dem verklickere, dass eine Bombe ist in meinem äh, Koffer. Und ich sage, dass ich, ich, also ich komme hier mit einer, ich komme hier mit einer, äh, tot oder lebendig Mission. Ne? So. Entweder kriege ich hier Geld oder ich sprenge hier alles in die Luft. So. Fertig. habe ich überlegt, ist okay, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit? Weißt du? Du musst gut rüberbringen natürlich, aber wie, also, würdest du, was würdest du machen? Wenn ich jetzt reinkommen würde, du bist jetzt der Mitarbeiter und ich komme jetzt zu dir rein und die sagt dir, hey, ich habe hier einen Koffer, ne? Und ich habe hier eine Bombe. Oh, du, und du weißt aber, du könntest so den Alarmknopf drücken, wie, wie, dass ich es gar nicht merken würde. Was würdest du machen? Würdest du es riskieren? Würdest du riskieren, dieses 50-50-Joker? Ja. Was heißt riskieren? Also, ich, es könnte ja auch sein, dass ich denke, dass du mich einfach verarscht. Mich vielleicht prankst oder keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann sein, dass ich als Bankier sagen würde: Was laberst du da? So nach dem Motto: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Kann ja auch sein. Ja, ja. Aber gehen wir mal vom ernster Lage aus Bruder ich weiß nicht was ich machen würde es kommt wahrscheinlich darauf an wie ich auf dich wirken würde ja das ist ja auch so ein ding das ist genau und damit steht und fällt alles genau damit du bist du bist dann reingegangen in die bank äh, erzählt und dann ich bin, ich bin da reingegangen ne? ja äh, erstmal war schon problematisch die tür ich musste die tür öffnen okay willst du die tür öffnen ich habe doch keinen handschuh an die haben meine fingerabdrücke die werden danach die ganze bank ab äh, äh, abtasten, ja, Finger abdrücken und so weiter und so fort. Deswegen habe ich eine, eine Zeitung, die auch meine Rolle unterstützt hat, habe ich eine Frankfurter Allgemeine unter meine Dings äh, genommen, als ich in die Bank rein musste, weil das war das einzige Mal, wo ich irgendwas die Tür anfassen muss. Auf dem Rückweg, weil ich muss sie ziehen, beim, beim Reingehen. Ja, ja. Beim Rausgehen kann ich mit meinem, mit meinem Fuß auftreten oder mit meinem... Mit ja. Bogen oder mit meiner Schulter die Tür so aufmachen. Ja, ja, ja. Das heißt, beim Anfang war ganz wichtig, die Tür aufzumachen, ohne dass da Fingerabdrücke hinterlassen. Mhm. Deswegen habe ich die Zeitung genommen, habe die mir so als Handschuh sozusagen, weißt ja, du, ja. so geknickt, okay, okay. habe diesen Griff genommen, habe aufgemacht, bin reingegangen, so habe ich schon mal keine äh, Spuren so, ja. jeglicher Art hinterlassen weißt? in dieser Bank. Ja, so. ja. Deswegen musste auch der Koffer so sauber sein, weil den Koffer lasse ich ja da. Dazu kommen wir gleich. Also ich komme mal so rein, ähm, begebe mich an den Schalter. Und äh, die erste Frau, die kommt, sage ich, äh, hören Sie mal zu, ich bin ein Geschäftskunde bei Ihnen. Ja? Es gibt da ein paar Auffälligkeiten, Probleme mit meinem Konto. Ich würde gerne ein diskretes Beratungsgespräch führen. Ja? Hab, hab mich ein bisschen so, äh, so dezent, aber aufgeregt. Weißt ja, du? So ja, ja, nicht ja. keine Aufmerksamkeit großartig erregen oder sowas, sondern ich bin unzufrieden, ich möchte bitte beraten werden. Was ist da los? Mäßig, ja, ne? ja, ja. Die so, okay, okay, weil ich musste sie, äh, ich konnte das nicht am Schalter ansprechen. Ich musste mit dir erstmal ins Büro. Und ich wusste, wenn ich diesen Grund sage, werden wir in ein Büro gehen. Alle anderen Sachen, vielleicht wenn es eine Kleinigkeit ist, kann man am Schalter klären. Aber nicht ein Geschäftskunde, da ist Diskretion A und O. Also habe ich erstmal quasi eine Mitarbeiterin gelöst, von der Herde sozusagen. Wir sind in ein Büro gegangen, haben uns hingesetzt. Und da habe ich ihr dann eröffnet, was wirklich Phase ist. Wie denn, erzähl mal. Und und, ihr habt äh, euch hingesetzt. Genau, also ich komme rein. Beziehungsweise sie geht rein, setzt sich hin, so ich, ich komme rein, ich packe meinen Koffer zwischen uns, ne, setzt mich auch hin. Also du musst dir vorstellen, so wie wir jetzt gegenüber sitzen: ja, ja. So, Tisch ist hier, okay. hier ist der Eingang und da vorne zwischen uns war quasi der Koffer. Okay. Also, also Präsenz, ne, in einer präsenten Art und Weise sozusagen. Ja. Ähm, und dann habe ich hier gesagt: Hören ähm, Sie also mal zu, ich bin kein äh, Geschäftskunde, ich möchte auch kein Konto hier bei Ihnen eröffnen. Äh, das ist ein Banküberfall. Hm. Sehen Sie den Koffer da? Im Koffer ist eine Bombe drin. Das ist für Sie schon mal die erste Information, wenn hier irgendwas außer Plan läuft. Wenn Sie auch nur daran denken, Alarm auszulösen, Polizei zu rufen oder sonst irgendwas. Ich komme auf einer äh, tot oder Lebendig Mission, wie gesagt. Und für mich geht heute nur eine Sache. Also entweder ich gehe mit Geld oder ich sprenge hier alles in die Luft. Ich habe mein Leben abgeschlossen. Und so. Das war's. Du? Ich habe nichts zu verlieren. Sie haben wahrscheinlich Häuschen, Gärtchen, Enkelchen und so weiter und so fort. Ich habe sowas alles nicht. Stehen Sie? War das so eine ältere Frau? Das war ein, ja ein bisschen etwas älter, ältere Frau, ja. Jetzt nicht so alt auch, ich würd, wenn ich jetzt schätzen würde, 50 vielleicht, so ungefähr. Okay. Mitte 40, 50, so ungefähr. Als du das gesagt hast, wie war die Reaktion? Ähm, die Reaktion war erstmal so, äh, aber, aber das ist doch kriminell, was sie hier machen. Mhm. Das werde ich niemals vergessen, ne? Dass sie das gesagt hat. Ja. Und dann habe ich hier erstmal so ein, so ein, so einen halben Politikvortrag gehalten ja? und zwar äh, was die Kriminalität von Banken angeht deswegen habe ich angefangen alles was ich so noch hat sie alles im Kopf noch ne? ich konnte ja, das ja. genau sagen 2008 der Skandal so und so Deutsche ja. Bank wurde verurteilt zu der und der Strafzahlung da und in dem Prozess und hier da hat der ausgesagt für mich war ich Matrix so ich war voll drin diesen ganzen ja, Film so ja, ja. deswegen habe erst hab ich erstmal habe erstmal gekontert mit äh, ach so ich bin Kriminell ja? ich bin Kriminell sie arbeiten für eine Bank also, solche ja, Und dann ja, habe ich ein paar Sachen erzählt und so weiter. Ne? Und ähm, sie konnte natürlich nichts dazu sagen, ist ja ganz klar, weil das Fakten sind. Alle großen Medien haben darüber geschrieben und haben klar. es genau als das hingestellt, was es auch war: kriminell einfach. Ja, klar. Ne? klar. Ja, dementsprechend habe ich sie da so ein bisschen dahingehend äh, äh, therapiert, mehr oder weniger. Diese Frau ist nur eine Sachbearbeiterin. Sie hat keine Autorisierung, an, an Geld heranzukommen oder sowas. Deswegen bräuchte ich die Filialleiterin. So. Jetzt kommt der zweite Schritt des Plans. Die erste Frau war nur dazu da, damit sie später die Filialleiterin holen kann. Das war der einzige Grund, warum ich sie erstmal genommen habe, quasi. und so, der wusstest ist auch, dass sie nicht die Filialleiterin ist. Ja, ja, das ist äh, die. Also die Filialleiterin erwischt du nur durch einen äh, durch einen Zufall okay. als Sachbearbeiterin jetzt, weißt ja, du? Ja, klar. Deswegen in der Regel entweder ist sie gerade selber im Gespräch. Natürlich passiert auch manchmal. Ja, das können wir im zweiten Überfall dann äh, darauf eingehen, was da mhm. genau los war. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das Wichtigste ist für mich der Filialleiter, weil er alle Autorisierungsstufen, äh, weil er vielleicht, manchmal sind es zwei Mitarbeiter, die sie brauchen, um irgendwelche äh, weißt klar, du, klar, klar. irgendwas zu öffnen oder sowas. Oder ihre Autorisierung eingeben, ihre Codes eingeben müssen, damit irgendwelche Auszahlungen stattfinden können und so weiter und so genau. fort. So. Deswegen war das Wichtigste, diese Frau erstmal, diese Frau erstmal zu therapieren, was, was Sache ist, damit sie schon mal gar nicht auf die Idee kommt, irgendeinen Alarmknopf zu drücken. Das war schon mal das Wichtigste. Ja, klar. Und dann ging war ihre Aufgabe, die Filialleiterin zu rufen. So, das hat sie dann auch getan. Dann kam die Filialleiterin rein. Ja, der habe ich auch noch mal ein bisschen erzählt. Ich habe ich hab mich da als äh, Terrorgruppe ausgegeben. Ja, ja. Also so wie rf mäßig und Also sie, sie kam rein, aber sie wusste von nichts. Oder wusste Na, sie, dass du da bist, weil du die Bank ausraustest? Nein, 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 sie wusste noch gar nichts. Die, sie holt einfach die Filialleiterin. Hier, Frau ja. so und so, Frau Müller oder keine Ahnung was. Können Sie ja. mal bitte kurz kommen? So. Ja, ja, ja. Die Frau kommt rein ist noch so, ja hallo ist ja, ist ja sie, sie ist ja Mitarbeiterin der Bank ich bin ja. ein Kunde ja. also kommt sie rein ja bitte schön was kann ich für Sie tun und so ganz freundlich und ganz nett und so weiter ja. und ich sage zuerst mal setzen Sie sich mal hin besser sie setzt sich hin weiß immer noch nicht guckt ihre Mitarbeiterin an also ihre 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 Kollegin ja die ist schon ganz komisch ne also die war da die war gefühlt an den Sitz gefesselt so ja. war gefühlt gefesselt die hat sich bewegt die war einfach starr und hat das irgendwie über sich ergehen lassen ne? so also war geschockt einfach nur ne? über die Situation was auch nachvollziehbar ist ne und verständlich ähm, dann müsste ich der äh, zweiten Kollegin also der Filialleiterin auch noch mal in Kürze diese Geschichte erzählen damit sie auch versteht aber auch glaubhaft das ja. heißt weil ich habe jetzt zwei Personen diese beiden Personen sind das größte Risiko für mich gerade. Diese beiden Personen müssen mir glauben. Wenn ich, es wenn ich nur, nur den Hauch an, äh, an, 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 an Missverständnis gibt oder irgendwie Glaubwürdigkeit fehlt, mhm. dann denken die so: der blöft. Ja. Der blöft. Machen Sie stillen Alarm. so Fertig. Ne? Ist auch schon mehrfach passiert. Also deswegen ähm, war das das Wichtigste. Also habe ich hier in Kürze auch nochmal erzählt, warum ich da bin, wer ich bin, was es mit dem Koffer auf sich hat und so weiter und so fort. Ähm und äh, ja, dann, dann, hieß es erstmal, dann hieß es erstmal, die sagen zu mir: äh, Wir haben hier kein Geld. Ich sage: Wie, wie, wie sie haben hier kein Geld? So. Die wollten mit mir spielen, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe bis heute nicht, weil guck mal, du musst dir vorstellen: Später ist ja alles, die Akten sind alle rausgekommen. Ja. Ich habe ja später die ganzen Zeugenaussagen von jedem einzelnen Bankmitarbeiter gelesen, ja. nicht einmal irgendwo gab es ein Anzeichen von, ja, ich habe hab gedacht oder ich habe vermutet, dass es eventuell ein Bluff ist oder ein Prank oder ein irgendwas oder dass er nur so tut oder so, gar nicht, gar nicht, ja? jedes Mal war eine enorme Glaubwürdigkeit vorhanden, mhm. so ne und äh, da hat sie kurz diesen Film gemacht mit mir ne? von wegen ja. so ja hier äh, Bargeld los bla, bla, bla. weil ich wollte ich habe noch kurz überlegt ob ich in Safe mhm. reingehe und, ja, ja, weil ich ja. dachte mir vielleicht Gold und so hin und her dies das hier ich wollte wenn Schließfächer dann Schließfächer und solche Geschichten genau so ich wollte wenn dann einen Jackpot mitnehmen das Problem ist nur dass der 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 Safe Raum war bei denen erstens war der leer angeblich und zweitens ähm, war der im Untergeschoss und ich war alleine ja das bedeutet wenn ich das Erdgeschoss im Untergeschoss verlassen hätte ich hatte gar keinen Überblick mehr über das, was oben passiert gerade. Ja. Ja. Ne. Und so hatte ich die ganze Bank so ein bisschen im Blick. Okay. Viele äh, Glastüren äh, und sowas. Ich hatte ja. die ganze Bank. Ich saß da in diesem Büro, habe kurz meinen mein, mein Blick gedreht, so zack, zack, habe kurz analysiert, alles ruhig, alles gut. Mhm. Ich habe gesehen, da ist ein Kunde, hier macht hier jemand, hier läuft eine Mitarbeiterin und so weiter, habe alles im Blick. Wäre ich runtergegangen, wäre das Ding vorbei gewesen, so, ne? Ähm, dann ging es ein bisschen hin und her, ne? Ich wollte erstmal Faxen machen. Ich, 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 ich habe bis heute nicht verstanden, warum, wieso, weshalb, vielleicht wegen der Aufregung oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, ich sage zu ihr, Hören Sie mal zu. Äh, verarschen können Sie jemand anders. Ja? Wenn, 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 wenn jetzt ein Bankkunde kommt und der will Geld, dann kriegt er Geld. Ja, ist okay? so. Ist doch ganz klar. Ihr habt ja. Geld. Also deswegen, weißt du, ich sage: Guck mal, wir können es jetzt lang und kurz machen. ja. Sie, sie sie gefährden gerade nicht nur ihr Leben, sie gefährden auch Leben von ihren Kolleginnen und so weiter und so fort. Und ich bin zu einem entschlossen, mir ist scheißegal. Also, ne? Und dann habe ich sogar kurz so ich so soll ich soll ich machen, soll ich zünden, soll ich, ne? soll ich drücken so mäßig. Und sie nein 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 nein. nein. Hast du auch so eine Fernbedienung? Äh, ich hatte ich hatte so ein ich hatte so ein äh, sagen, so eine, so eine, so <laughs> Sorry für die Frage, aber <laughs> ich, hatte so ein, ich hatte so ein Handy, ich hatte so ein altes Handy. Okay. Ne, dabei. Okay. Äh, und äh, das Handy habe ich halt gesagt, ich also ich muss so zwei Tasten drücken weißt du? Ich ja, muss ja. nur zwei Tasten, die ist schon scharf. Ich muss nur zwei Tasten drücken. duck, das war's. Ist vorbei. Ja. So mäßig, weißt du? Okay. Ähm, ja. Und das Handy hast du dann noch rausgeholt und äh, ja, und das ja, 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 Ich hatte, okay. so, einen, ich hatte so ein, ich Ding hier. Ich habe hier Zünder, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Ja. Also ja. ich habe das wirklich richtig gespielt die Rolle. Weißt du, ja. ich meine komplett. Ja, ich bin ja. das gedanklich tausendmal durchgegangen vorher schon. Ne? Wie, ja, was, wo, wie die Abläufe, was sage ich da? Wie oh, wie stütze ich meine These? Wie stütze ich meine Glaubwürdigkeit? Wie Schaffe ich es, dieses Bedrohungsszenario so groß zu werden, wie ich es brauche, um am Ende äh, das Ganze mit höchstmöglicher Sicherheit durchzuziehen. Ja, du? ja. Also, und ähm, dann ist sie losgelaufen, hat Geld geholt, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Ich hatte eine kleine, äh, eine kleine Laptoptasche dabei. Ja. Die Laptoptasche dient nur dazu, damit da die Beute reinkommt, quasi das Geld. Du ja. hast eine laptop dabei gehabt für, Geld, genau, für das Geld. Genau, genau, weil der Koffer bleibt ja da. Ja, klar. Der Koffer bleibt da. ist ja die Bombe da. drin. Ne? Pass auf, ja. genau, genau. Aber guck mal, das, am Ende, jetzt kommt der Clou bei der ganzen Sache eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, durch die, diese Bombe hat mehrere Aspekte erfüllt. Ja. Sie hat in mehreren Sachen quasi ihren Dienst erwiesen. Erstens das... Dass ich die Sache alleine durchziehen konnte. Zweitens, dass das Personal kein, nicht mal gedacht hat, irgendwelche Alarmknöpfe zu drücken. So. Und das dritte ist, ich habe mir dadurch auch äh, Zeit verschafft für die Flucht. Das bedeutet, nachdem mir das Geld ausgehändigt wurde, habe ich zu den Mitarbeiterinnen gesagt, habe ich die instruiert erstmal, was jetzt zu tun ist. Ne? Weil die dachten ja, ich nehme den Koffer wieder mit und verschwinde. Aber das war nicht Ziel des Plans. Ne? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, ich habe denen also gesagt: Hören Sie zu. Der Koffer bleibt hier. Mit der Bombe. So. Für Sie gibt es jetzt genaue Instruktionen, was zu tun ist. Sobald ich den Raum hier verlasse, die Bank verlasse, warten Sie exakt 10 Minuten. Exakt 10 Minuten. Nach diesen 10 Minuten machen Sie, was Sie wollen. Rufen Sie die Polizei, laufen Sie raus, egal was. Ja? Könnt ihr machen, was Sie wollt. Aber diese 10 Minuten gebt ihr mir. So, ne? ich habe noch getan als ob wir mehrere leute sind wir werden von draußen beobachtet die haben auch zugriff auf den zünder und also ja. es war eine riesenstory ja, ja. Ähm, natürlich war ich nur alleine es gab niemanden außen drumherum ich wollte nur dieses bedrohungsszenario wieder ja klar größer werden lassen und quasi sagen wenn ich gleich flüchte hat man euch immer noch im auge ja, ich ja. So? Das heißt draußen, so genau, so ja, draußen so. sind Leute, die ja, beobachten ja. euch und so Deswegen begreifen, okay. Denkt nicht mal dran, an den Tele Telefonhörer zu greifen, bevor die zehn Minuten vorbei sind. Okay? Weder eure Handys noch eure Telefone. Ich habe den. Nur kurz, äh, ja. weil ich lache, heißt das nicht, dass ich das gut finde oder, ja. oder lustig finde, aber wie du das Ganze so durchgegangen bist und. Ja. Weiß nicht, gab es auch Momente, wo du wahrscheinlich dir selber geglaubt hast, dass eine Bombe wird? <laughs> ja, ich habe keine Ahnung, Bruder. Ich habe natürlich schon diese Rolle so einstudiert, wie gesagt, dass ich das, also, wie soll ich sagen, wie ein Schauspieler, Bruder. Du ich, musst dich glaubhaft ich, rüberbringen. bringen. Ich kenne so. das, kenn das ja von meinen äh, Stories, die ich erzähle. Genau. Manchmal äh, erzähle ich die Story und also Bruder, du dabei ich warst, ich, ne? bin, ich bin so heftig in meinem Film drin, ich denke mir so... Weiß ich nicht, Bruder. Ich denke wirklich, ich yeah, wäre dieser yeah, Typ, Alter. Yeah, weißt du, was yeah, ich meine? Yeah, deswegen yeah. deswegen muss ich lachen. Also yeah, nicht, dass yeah, ich das gut yeah, finde, yeah. dass du die Leute bedroht hast. Ne? Ich weiß, ich weiß. Aber ich weiß genau so, so Auch. ich, ich kenne das. Ich bin selber in diesen Film drinne, wenn ich wenn ich so die Stories erzähle. So wie zum Beispiel, ich bin im Wald, ich setze mich hin, ich lehne mich an, ein, ein, an einen Baum. Ich rauche meine Zigarette, ich beobachte da was und ich habe das Gefühl, ich bin, ich war das wirklich. Man stellt sich du? das auch bildlich vor, das Leben ist ein Film. Und diese kleinen so Details ja. und wenn man die immer wieder durchgeht, weil ich verbringe ja auch viel Zeit mit meinen Stories. Ja. Wenn ich so eine Story ähm, erzähle, habe ich vorher drei, vier Tage damit verbracht. Ich bin am Autofahren, ich bin bei der Story, ich bin zu Hause am Essen, ich bin bei der Story, ich ja. lege mich hin, ich bin bei der Story. Deswegen kann ich das ja auch so. Ja, so erzählen, ja. weil ich viel Zeit damit verbringe genau. und deswegen musste ich lachen. Also wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht cool also, und so, aber trotzdem genau. das ja, war, äh, ist es auch überhaupt nicht cool. Äh, deswegen, wie gesagt, habe ich auch einen komplett anderen Weg gewählt jetzt. Ne? Ja. und, so, und äh, kommen wir kommen wir gleich genau, zu genau 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 genau. Also du hast diese ganzen Filme mit denen gemacht. Haben die sich irgendwann auch dazu entschieden, endlich mit dir zum Safe zu gehen? Oder, oder wie, äh, nee, zum das? Safe kam es gar nicht. Ich, ich wollte zum ich habe es kurz überlegt, so. soll ich mir den Safe runter und so hin und her? Weil, äh, wenn du schon riskierst, willst du richtig riskieren. Ne? Mhm. Also, und mir war im Vorfeld schon klar, dass du aus einer Bank nicht viel rausholst. Weißt du, das war früher mal, vor 10, 20, 30 Jahren, zu ja, Zeiten der RAF, da konntest du noch Summen rausholen. Heutzutage ist das äh, wie viel in Anbetracht du? des Risikos. Sind das Peanuts? So. Wie, mit wie viel hast du gerechnet an dem Tag? Ähm, ich wusste, dass ähm, durchschnittlich äh, die Summe eines Bankräubers zu dem Zeitpunkt, das war ja so 2010, 2011, diese Zeit, mhm. damals be be betrug die durchschnittliche Summe eines Bankräubers zwischen 10.000 und 25.000. Echt zu so wenig? zwischen 10 und 25.000, das, ist, ja das ist, das ist ne ab und zu gibt's mal Ausschläge, da kriegst du mal vielleicht 50 oder so ne, ja, ja, ja. wenn's mal richtig gut läuft, vielleicht mal 100, aber dann ja. ist es wirklich, äh, wahrscheinlich sogar durch Tipp so ne, ja, ja. deswegen ist, das doch ist der Grund, warum so viele Automatensprengungen jetzt stattfinden, weil das meiste Geld in der Bank in den Automaten lagert, ja, 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 weil die Sicherheitsdienste, die Banken quasi wegen den Banküberfällen haben die einen Sicherheitsaspekt reingebracht und haben sich, haben sich gedacht so ey, ähm bevor uns das Geld vom Sicherheitsdienst einfach übergeben wird und wir bunkern das hier in irgendwelchen äh, Schließfächern oder so und dann werden ja. wir ausgeraubt und ist die Kohle weg. Wir packen das in die, in, in, direkt in die, äh, in die Automaten rein. Und wenn ein Kunde kommt und sagt, er braucht jetzt 20.000, weil er ein Auto kaufen will oder sonst irgendwas, dann geben wir ihm so eine kleine Plastikkarte. Genau. Mit der Plastikkarte geht er dann, hast du mich schon selber schon. Ja, habe ja, hab ich ja selber schon gehabt. Genau, ja. genau, genau. Dann gehst du mit der Plastikkarte und dann ja. spuckt der Automate diese 20.000 Ja, die scan das da irgendwo und genau die programmieren diese ein. Karte machen da Informationen ja, genau. drauf zack zack und dann genau. kriegst du deine 20 genau. Riesen aus dem Automaten raus genau, warum genau. das damit das wie gesagt weil die Bank also wenn du jetzt als Bankräuber reinkommst und sagst ey hier äh, ihr habt hier Bankautomat macht ihm auf dann sagen sie ja. sich, nee können wir nicht aufmachen ja. kann nur der Sicherheitsdienst aufmachen wie ging es weiter beispielsweise so ähm, auf jeden Fall ähm, sage ich zu denen hör zu ihr bleibt zehn Minuten hier sitzen ja? ihr rührt euch nicht hm? Von wo hast du denn das Geld denn gekriegt? Also, du wirst äh, nicht zum Selfie. Die, nein, 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 nein. Die, die ist einfach losgerannt zum Schalter, hat da so eine Schublade aufgemacht, Tag, 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 hat da die Scheine rausgeholt mhm. und äh, kam wieder zurück. Ich habe dann kurz die Laptop-Tasche aufgemacht, die hat das Geld da reingeschmissen. So, ne? Dann habe ich die nochmal instruiert, wie gesagt. Ne? Ja. Ja, das Geld war schon in meiner Tasche. Dann habe ja. ich denen gesagt: Ey, hört mal zu, Zehn Minuten, nicht bewegen, keine Polizei, keine Anrufe, kein Notrufknopf, kein nix, 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 nix. Nach zehn Minuten macht, was ihr wollt so ne äh, okay aber also mein, mein, meine meine laptoptasche genommen den koffer dort gelassen und äh, bin ganz ruhig Rausspaziert aus der Bank also, da gab es keinen jetzt, ne, wie man sich das vorstellt. So schnell weg und um die Ecke und laufen und. und ganz chillig, ah, als wäre nichts. Ganz chillig rausgegangen. Ich habe noch einen Mitarbeiter äh, schönen Tag gewünscht, als ich rausgegangen bin. Ne, so zugenickt, so, ja, tschüss, tschüss. Mhm. ich aus der Tür raus, tack, tack. Bin auch noch um die erste Ecke ganz normal gegangen. Ne, du musst dir vorstellen, ich komme dann aus der Bank raus. Mhm. Äh, bin nach rechts einmal. Mhm. Vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Meter. Dann musste ich nach links wieder. So ein so einen kleinen Hof, mhm. dann wieder nach links. Und musst dir vorstellen, bin ich also einmal, dann zweimal abgebogen, nachdem ich na, natürlich nach dem ersten abbiegen, kurzen Schulterblick, ob jemand hinter mir ist. Äh, zweite Biege, wieder Schulterblick, ist kein hinter mir. Okay, alles ist klar, da war ich schon um zwei Ecken. So. Ja. Ne? Dann habe ich schon den Hut abgenommen und so, dies, das, die Sonnenbrille abgenommen, dies, das, hier, ist ein bisschen mein, 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 mein outfit geändert dazu. So, ne? ja. ähm, und hatte, jetzt musst du lachen, äh, ein Fahrrad. Um, auf, auf, der, auf der, also du musst, ich musste quasi äh, kurz durch ein paar links, rechts, links, rechts, einmal ja. kurz über eine Hauptstraße ja. und auf den Höfen quasi. Also lass es vielleicht 150 Meter, 200 Meter gewesen sein, ne, so. aber verschachtelt. Also nicht irgendwie, du kommst aus der Bank raus und dann siehst du dein Fahrrad direkt, da steht da irgendwo. Sondern ja. um ein paar Ecken, so, 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 über eine Straße, nochmal um eine Ecke und dann da. So habe ich das äh, angeschlossen. Das war auch eine sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, eine Frage, die mich hart umgetrieben hat. Was machst du? Das Fahrrad. Du denkst ja vorher nach. Fluchtweg, dies, das, jenes. Und meine Flucht war auf Fahrrad äh, jetzt schon ausgelegt. Ne? Mhm. Das bedeutet, was machst du jetzt? Stehst du dein Fahrrad an oder lässt du es offen stehen? Du könntest ja nervös werden. Wenn Du kommst dann raus, kriegst es nicht auf. Ja, ja, ja. Katastrophe. Ja, und wenn auflässt, kannst du es auflässt, kann es sein, dass es wird. Das ist der zweite Gedanke, genau. Das heißt, du bist so. Was mache ich, ja, was mache ja. ich? So. Mhm. Ich habe mich fürs Anschließen äh, entschieden, weil ich mir dachte, ich werde die, werd die Nerven schon bewahren in der Situation. Ähm, habe es angeschlossen, um sicher zu gehen, damit es nicht geklaut wird. So. Äh, bin dann, wie gesagt, um diese paar Ecken ne, rum, 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 habe geguckt, keine hinter mir, okay, alles klar, habe den Hut äh, abgenommen, Brille abgenommen, ne? hier, hier den Hut habe ich hier in, mein, in, in meinen Sacko, also äh, in den Ärmel reingestopft, mhm, ne? ja. äh, die Brille auch äh, weg. So. Ähm, bin rum über die Straße bin ich schon gelaufen so ne? ähm, habe mein Fahrrad aufgeschlossen so. und bin erstmal nach Hause also ich, das, es war nicht weit es war nicht weit es waren vielleicht keine Ahnung noch noch mal 200 Meter oder sowas ne also die, also Bank, war die Bank nicht mal ein die Bank von dir? ist ja nicht mal nicht mal nicht mal okay weißt du? wie viel hast du denn erbeutet äh, knapp zehn Riesen waren drin. okay knapp zehn Riesen also gar nichts für das Risiko was ich eingegangen bin und diese ganze Planung und dies und das und jenes weißt du was ich meine das war gar nichts aber ich war ja auf meinem Rachefeldzug, Bruder. Das nicht vergessen. Ja eigentlich. Ja, ja. Es ging ja, natürlich ging es auch um Geld. Ich will gar nicht hier Robin Hood machen oder sowas. Ne, ja, oder ja. von wegen so, ja, ich habe das wegen dem Adrenalin oder wegen dem Kick, ja. Bruder, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wenn ich Adrenalin will, ich kann mir auch anders folgen, weißt du. Muss ich in den rein reinspazieren und zehn Jahre Raft riskieren? So, das ja, ist nicht, weißt du? äh, das ist nicht mein Ding so, ne. Weißt du? Deswegen war das Geld schon wichtig auch, aber es war nicht allein das Geld. Ich hatte noch so eine innere Überzeugung in mir. Ich bin hier gerade auf meinem persönlichen Rachefeldzug gegen Banken einfach. Ja, weißt du, was ich meine? Und für mich war es am Ende so: natürlich, das Geld war wenig. Deswegen gab es auch eine Aktion, die ich dann gestartet habe im Nachhinein, äh, um das zu vermehren quasi. Ähm, weil ich habe als drogen teilweise mehr verdient als das. Weißt du? Und habe ja, meinen Arsch nicht mal halbwegs so riskiert. Ja, klar. klar. Weißt du? ähm, dementsprechend äh, war das jetzt so: klar, herzlich willkommen. Es ne? so, war ja auch schnell verdient. Es ne? so, war ja innerhalb von 10, 15 Minuten, popp. Hm. Fertig, ne? Ist es da. Ja. Ähm, du bist zu Hause angekommen. Ich bin, also erstmal, Bruder, muss dir vorstellen, mit dem Fahrrad, richtig Action, ne? Also ah, ja. du haust richtig rein, richtig in die Pedale, links, rechts, links, rechts, da über irgendwelche Höfe und so weiter und so fort, links, rechts. Ähm, das Fahrrad auch mit reingenommen, ne? Nicht, dass es später irgendwie heiß, weil ich hätte ja gesehen werden können. Ne? Ja, klar. Wie später rauskam, wurde ich auch gesehen tatsächlich. Es gab eine Zeugenaussage. Okay. Ich gesehen auch deswegen wissen sie auch, dass ich auf dem Fahrrad geflohen bin, ah. weil es eine Zeugenaussage gab. Ja, ja. Die klassische Oma auf der Fensterbank. Heftig, Alter. Der Klassiker einfach nur. Der ja, Klassiker, ja. weißt du? So. Deswegen wussten ja. die, früher später. Ähm, ich bin rein, durch Hinterausgang extra, mein Fahrrad, bumm, hab das Fahrrad einfach im Flur stehen lassen so. Mhm. Bin rein. Und dann war erstmal, Bruder, dann, dann ich, ich höre schon, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich war ein, zwei Minuten drin oder sowas. Ne? Ich hatte immer noch die Klamotten an. Ich bin dann erstmal so, du rennst dann erstmal von eins zu meins nächste und du bist erstmal verloren, weißt du, was ich meine? Du bist dann mal kurz im Moment so. Klar. Okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Hat mich jemand gesehen, hat mich niemand gesehen? Haben die mich vielleicht erkannt? Weil, Bruder, in dieser Bank war ich früher, als ich Ausbildung gemacht habe, jeden Tag, zwei Jahre lang. Ja. In dieser Bank, die ich überfallen habe, war ich als. Weil ich als Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts war ich dort von Montag bis Freitag, jeden Tag habe die Tageseinnahmen dort gebracht. Ja. Das heißt, sehr viele Mitarbeiter kennen mich dort, weißt du? Ja, klar. Hat mich vielleicht jemand erkannt? Hat mich vielleicht jemand gesehen? Hat, ne? So, habe ich vielleicht irgendwas hinterlassen? DNA, irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwelche neuen Methoden, wie sie den Stuhl, auf dem ich saß, analysieren und dann holen die DNA raus oder was weiß ich so. Ne? Man guckt sie ist hier in Miami und denkt sich so, Scheiße. Ja, klar. Ähm, Deswegen war erstmal so, und war gemischtes Gefühl. Du hast, du hast Paranoia erstmal, weil du denkst dir: Okay, what the fuck, Alter, die, gleich tritt das SEK meine Tür auf. Es dauert nicht lange, die treten gleich meine Tür auf. Die wissen bestimmt schon, wer ich bin, die, sind jetzt schon, die wissen schon die Adresse, die machen sich jetzt gerade fertig. Ja. Vielleicht stehen sie schon im Hausflur. Du ja. weißt doch alle an der, an der Mauer und zählen schon. Weißt du, und du bist so in einer wie, ja. So, ja, wie im Film, Bruder. Dann natürlich machst du diese Dings auf, schüttest das Geld aus, zählst erstmal, guckst, so bist ein bisschen enttäuscht und jetzt kommt diese Gemischung der Gefühle. Ja. Du bist ein bisschen enttäuscht, dass es wenig ist, weil du hast gerade deinen Arsch riskiert. Ja, klar. Auf der anderen Seite hast du so ein Siegesgefühl. Ja. Du, bist, du hast alle ihre Sicherheitsmechanismen über, 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 überquert und bist trotzdem an das Geld gekommen. Guck mal, wie viele Sicherheitsaspekte die mittlerweile eingebaut haben. Weißt du? Hier Kamera, hier DNA, hier, äh, wir packen das Geld nur noch in die Automaten rein. Hier gibt es komplett bargeldlose Banken und, 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 und. Ne? Wie, was sie alles gemacht haben, so, ne? Und trotzdem hast du geschafft, jede ihre Sicherheitsbarrieren zu überqueren, quasi. Weißt du? Und bist trotzdem an das Ziel gelangt, auch wenn es wenig ist. So. Und für mich war es in dem Moment, sag ich dir ganz ehrlich, äh, zu meiner damaligen Situation, war das. Äh, hat das erstmal auch meine Not beruhigt, was das Finanzielle anging? Weißt ja, du? Ja, klar. Das hat erstmal meine Not gestillt, okay, alles klar. Und es sollte ja sowieso nicht bei dem Überfall bleiben. Das war ja im Vorfeld schon für mich klar. Bist du denn jetzt bei diesem Überfall erwischt worden? Also, äh, du nein. Durch, wurdest du nicht? Nein, 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 nein. Später okay. erst im Nachhinein. Ah, Später okay. erst. Es ist ja. eine Serie. Das heißt, der erste Überfall hat geklappt. Alles, mein Plan, alles, wie ich es wie vorhatte, alles gut. Die Summe, wie gesagt, war klein, weißt du? Ja. Aber sonst hat alles funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass du den zweiten Überfall genauso gemacht hast, aber äh, einfach nur bei einer anderen Bank. Genau, genau. Und der hat genauso funktioniert? Genauso, ja, sogar noch besser, ja. Noch besser? Ja, wie Wie viel, also ging es schneller? Ähm, es ging, ähm, nee, schneller nicht. diesmal Er hat tatsächlich länger gedauert. Okay. Ja, und das ist für einen Banküberfall sehr unüblich. Der hat fast eine halbe Stunde gedauert. Heftig. Ich war 25, es steht in den Akten, 25 oder 26 Minuten war ich da drin. Die Bullen, die mich später, äh, also als es dann verhaftet wurde und so weiter und so fort, haben mich gefragt, ey, weißt du eigentlich, wie lange du da saßt? Die Bullen haben, ja, haben die die dich Bullen, das gefragt? Ja, die Bullen, sie sa saßen da fast eine halbe Stunde. So, ich, meinte, okay. ich, ich meinte, wir waren geschockt, wo wir das gesehen haben. So, normalerweise, so, sagen, ah, zwei Minuten sie, sagen sich weg, so ja. Leute zwei Minuten Regel, so weißt du? der, ja. der chillt dann eine halbe Stunde, <laughs> hat doch gefehlt, dass sie Kaffee bestellt haben und Kuchen gegessen hätten oder irgendwelche Geschichten von Kindheit erzählt hätten. So. Mhm. Was war da los? Äh, die zweite Bank war besonders. Und zwar, das war wirklich eine bargeldlose Bank. Okay. Ich habe eine bargeldlose Bank überfangen, Bruder. Scheiße, Alter. <laughs> Aber und? trotzdem erfolgreich. Siehst so? Pass auf. Also bargeldlos bedeutet, dass wirklich gar kein Bargeld rumliegt. Das meinen die wirklich auch so. Mhm. Das ist auch wirklich so. Okay. Das ganze Geld ist im Kassenautomaten drin. Wiederum. Ne? Mhm. Es gibt Kassenautomaten und es gibt Geldautomaten. Der Kassenautomat okay. ist noch was anderes. Das bedeutet, eine Bankmitarbeiterin steht an einem Schalter, neben mir ist ein Kassenautomat. Jetzt kommt mhm. Herr Müller und möchte seine Rente abheben. Ja. 800 Euro. Mhm. Hier. Meine Karte, okay, 800 Euro. Sie gibt das in den Automaten rein, der Automat zahlt 800 Euro aus. Herr Müller kriegt seine 800 Euro, geht nach Hause, kommt die nächste, Helga will 500 und so läuft es die ganze Zeit. Das heißt, ja, okay, okay. die haben gar kein Bargeld. Das einzige Bargeld, was du da findest, ist, was die Mitarbeiter in der Tasche haben. Das ist alles. Aber ich hatte ja meine Methode. Ich hatte eine andere Methode. Aber wusstest du, dass diese Bank eine bargeldlose Bank ist? Ja, ja, ja. ja, okay. ja. Es steht also bei sehr vielen, äh, wie soll ich sagen, bei sehr vielen Banken steht das schon außen dran. Ne? Mhm. Ähm, ich habe davon noch ein man, man muss observieren, man muss gucken. Man muss äh, die Bank kennen, man muss observieren, man, man, äh, ja, man muss sich ein bisschen äh, reindenken. Also, ich wusste schon, dass da kein Geld drin ist, so. Ne? Aber mit meiner Methode wusste ich, dass ich das Geld trotzdem erpressen werde, auf meine Art und Weise. Weißt du? Weil es ist wieder so, ähm, es ist alles nur eine Frage der Autorisierungsstufe. Ja. Weißt du? Wenn der Chef kommt und er sagt, er will jetzt 100, er, da ist, er weiß genau, wie viel in den Automaten drin ist. Ah, und äh, weil er die Bestände kennt. Und wenn er jetzt will, wenn er jetzt alles rausholen will, holt er alles raus. Ja, okay. klar. Er hat diese Autorität. Wenn, wenn er ja. will, er weiß schon, was er machen soll, wie er das Geld rausholt. So. Ich so, okay. Das Problem ist nur, das Zeitschloss gesichert also guck mal, wie viele Barrieren die eingebaut haben. Die haben das in einen Kastenautomat reingemacht. Okay. Dann haben die den Kastenautomat auch noch mit einem Zeitschlossuhr versehen. So. Und deswegen braucht ich eine halbe Stunde da drin. Ja? War wieder, es läuft wieder genauso ab. Ich komme wieder mit meinem Koffer was, rein. Was hast du diese halbe Stunde gemacht? Ich komme wieder, äh, ich habe gewartet, Bruder. Und das Ganze observiert, das Ganze. Ist, äh, Bruder, das war skurril. Das war wirklich skurril. Wenn ich heute noch daran zurückdenke, es war skurril, was da abgelaufen ist. Ich komme wieder rein mit dem Koffer. Ich löse wieder ein, ein Schaf von der Herde, sage, ey, so und so und so, Banküberfall, holen Sie Filialleiterin. Jetzt kommt erstmal Problem: der Filialleiter ist im Gespräch im Nebenbüro. Das ist so eine milchige Scheibe, ich sehe die Umrisse noch. Ja, ja. Der Filialleiter ist beschäftigt, er ist einfach in einem, Beamten äh, in einem äh, Beratungsgespräch mit einem Kunden. Mhm. Ich so, Scheiße. Ist so, okay, dann holen Sie Ihre eigenen Kollegen. Also. Sie holt ihre andere Kollegin, ich sage so und so und so, ne? Ich erkläre den Ernst der Lage, die ist das jenes. Ja. Und sie will mir erklären, die ist das jenes, kein Bargeld, bla bla, bla. ich sage hier, Kassenautomaten. Horos. Ja, aber es ist Zeitschloss gesichert. Ich habe Zeit. <laughs> kein Problem, gib Gas. Ja. Hast du, also hast du auch geschrien oder bist du ganz. Nein, nein, ganz ruhig, okay. ganz ruhig. Nein, 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 nein. Ist auch in den Akten immer vermerkt. Sehr adäquat, sehr ruhig, sehr besonnen, sehr abgeklärt, sehr abgebrüht. Weißt du, mhm. was ich meine so? Ja, ja, ja. Ähm, weil muss, darf ja keinem auffallen. Die einzigen Personen wiederum, die jetzt, also guck mal, beim ersten Banküberfall haben es nur zwei Personen mitbekommen. Alle anderen, die ganze andere Belegschaft, hat es erst mitbekommen, als ich schon lange zu Hause war und das Geld gezählt habe und meine Paranoias vor SDK geschoben habe. Weißt du? so. Erst dann wussten dieses die anderen alle. Äh, in, de, in dieser Bank war es wieder exakt das Gleiche. Zwei Mitarbeiterinnen wussten. Mhm. Und jetzt musst du dir so vorstellen: Ich sitze mit einer Mitarbeiterin, zwischen uns ist ein Tisch, sie sitzt da, ich sitze hier. Und die dritte Mitarbeiterin, die das Geld holt, steht vorne am Kastenautomaten, was auch gleichzeitig so ein äh, Pult ist, da wo sie die äh, Kunden abbedient. ja. Während meines Banküberfalls, Bruder, sie hat ungefähr sieben oder acht Kunden bedient. Während deinem. Überfall. Während des Banküberfalls. Pass auf, ich, nur damit du bildlich verstehst, was, was ja. Sache war. Ja. Ich sitze in diesem Büro. Ungefähr zwei, drei Meter vor uns ist so eine Tür, da gehst du durch. Und während du das sitzt, also ich sitze hier, sie sitzt da. Und wir beide können jetzt ihre Kollegin beobachten am Schalter. Die steht ungefähr zehn Meter von uns entfernt. So, ne? Und von hier kommen die ganze Zeit Kunden so, zu ihr. So. Ja. Und ich sitze da die ganze Zeit und ich beobachte sie. Und sie steht am und gibt irgendwas ein. Und dann, Zeitschloss gesichert, bedeutet, du kannst jetzt zum Beispiel 5000 Euro anfordern, die kommen. Und dann ist aber 5 Minuten Zeitschloss gesichert. Ja, okay, okay. Dann kannst du wieder zum Beispiel 8000 anfordern, dann ist es 10 Minuten Zeitschloss gesichert. Dann kannst du 20.000 nehmen, dann ist es 15 Minuten Zeitschloss gesichert. Mechanismus, weißt du? Ich so, okay. Und die Frau steht da die ganze Zeit, ne? muss natürlich immer warten, ne? Sie gibt immer ein und zeigt mir fünf. Ich so, weiter, weiter. Sie so, okay, dann kommt ein Kunde auf einmal. Sie weiß erstmal nicht, was sie machen soll, aber egal, bedient den Kunden. Ne? Bedient ja. den Kunden, der Kunde nimmt sein Geld, geht wieder raus, alles ist gut. Wir so. vergehen wieder, sie sagt zehn. Ich sage, okay, weiter. Fünfzehn. 20, so ging das die ganze Zeit. Ne? Ja. So. Und dann eigentlich war so mein, mein Ziel so bei 40, 50 höre ich auf. Weißt du, das war so eigentlich mein Ziel. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin sehr lange hier drin gerade. Mit jeder Minute steigt das Risiko. Äh, egal, sie sagt irgendwann 30. 30.000 sind fertig. Ich sage, okay, mach zu. Mach zu, bring den Umschlag, mach zu, scheiß drauf. Und hat sie mir das alles in so einen Umschlag reingetan? Habe ich den Umschlag genommen? Ähm, bin ich raus, habe wiederum instruiert, ne, ey, passt mal auf, zehn Minuten, ihr bewegt euch nicht, ja? sonst fliegt euch der ganze Laden hier in die Luft. So. Ähm, wieder meine Sicherheit, ne, so. ich komme raus, wieder Fahrrad natürlich, weißt also, du, so. Fahrrad, warum auch Fahrrad, ne? so. viele, ich habe ja die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, ne, und viele fragen immer, ja. Bruder, warum Fahrrad? Fahrrad ist einfach, wenn der Weg nicht weit ist eine Fluchtstrecke quasi nicht weit ist, ist Fahrrad immer das beste Mittel. Weil ein Fahrrad hat keine Kennzeichen. Mit einem Fahrrad kannst du auch durch irgendwelche Bunkerwege, Schleichwege ausweichen und so, wo du mit dem Auto nicht lang kannst. Genau. Und wenn du die Gegend kennst, wie deine Westentasche, weißt du genau, wo es gewisse, ähm, kennst du immer diese, kennst du, wenn du mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg fährst und dann gibt so es so einen Metalldinger, ja, ich weiß schon. So Metalldinger, die sind so. Du musst so einmal drumherum. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, so ja. wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, perfekt. Ja klar. Komme angeraten, äh, hebt das Fahrrad drüber, zack, wo der Polizeiwagen mhm. hinter mir, der kommt nicht hinterher. Und selbst das wenn die ist. aussteigen, die kommen nicht hinterher. Ich bin schon über alle Berge, weißt du. Deswegen Fahrrad <laughs> für diese Sache unter diesen Umständen war das Beste gewesen, weißt du. Alles andere wäre einfach nur Blödsinn. Ja. Bis du das Auto gestartet hast, bist du hier, bist du da, weißt du, das ist alles Blödsinn. Äh, außerdem rote Ampeln und dann auf einmal Stau und dann auf einmal Unfall vielleicht. Stell dir vor, du bist gerade auf der Flucht, baust Unfall. Ja, nicht mal deine Schuld, weil vor dir einer ausgeschert ist einfach. Mhm. Katastrophe. Ja. Ähm, dementsprechend äh, wieder Fahrrad, direkt neben der Bank gelassen einfach. Direkt an die Bank angelehnt. Ja. Weißt du? komm, ich komme aus der Bank raus oder? und dann passiert etwas wie äh, Zufall. Ich war nicht geplant. Aber mhm. es hat mir so in die Karten gespielt. Direkt nebenan ist eine Berufsschule. Die Berufsschule hat gerade Feierabend. Da strömen gerade genau so drei, vier, fünfhundert Berufsschüler aus der, aus der Schule raus quasi. Und äh, die müssen quasi alle, alle, fast alle, bis auf ein paar Ausnahmen, die da auf dem Parkplatz geparkt haben, fast alle müssen durch diese Straße durch, wo die Bank ist. Du musst dir vorstellen, ich komme raus und Menschenmenge um mich rum. Erstmal habe ich Paranoia bekommen. Ich so Scheiße, Scheiße, Scheiße. Dann kurz überlegt, warte, 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Keiner beachtet dich. Du gehst hier unter. Perfekt. Ich habe mich auf das Fahrrad gesetzt zack. und bin durch die Menschen, durch die Menschenmenge so und nach Hause. Die haben, äh, also die wissen, das nur durch meine Erzählung jetzt. Bis heute haben die keinen Schimmer, in welche Richtung ich gefahren bin, wie ich gefahren bin bin ich auf dem Fahrrad war ich auf dem Roller war ich auf dem oh, die hatten, die wissen nicht so, in dem Moment wo ich die Bank verlassen habe verliert sich meine Spur fertig ja, ja, ja. Weißt du? ja. und das war's und dann bist du nach Hause gegangen hast wieder Patte gezählt dann habe ich gehabt mit Essig kam wieder SEK? Äh, nein Bruder aber diesmal habe ich gekotzt sogar beim zweiten Überfall Richtig. der der Weg die Bank war diesmal weiter entfernt ja ja, ja. ich hatte einen längeren Weg mit dem Fahrrad zurückzulegen ja, ja. Sehr, du, man ernährt sich sehr schlecht natürlich weil es ist gerade die Tage vor dem Überfall ne? wenn du weißt es wird jetzt ernst du riskierst wieder alles es, du kannst sterben du kannst verhaftet werden es kann einfach alles passieren ja. es kann einfach alles passieren wie der weitere Verlauf noch fest, also äh, zeigen wird mhm. ich hau voll in die Pedale ne? also richtig ich will schnell zu Hause so schnell wie möglich zu Hause sein ich hau ja. in die Pedale wie sonst was ich komme an ich nehme wieder das Fahrrad gehe durch den Hintereingang rein ich merke schon auf dem Weg, wenn ich, als ich in mein Hausflur reinkomme, merke ich schon, oh shit, weißt du, mein Magen, irgendwas. Ja. Man merkt das doch, dieses Gefühl. Ich dachte mir, scheiße, scheiße, ich muss schnappen, schnell rein, nicht, dass ich hier im Hausflur oder irgendwas, da muss doch putzen und so, gar keinen Nerv jetzt auf sowas. Ja, ne? klar. Die Tür irgendwie aufgemacht, das Fahrrad reingestoßen in die Wohnung, reingegangen, direkt noch in meinem Outfit und so weiter, in die Toilette direkt gekotzt, direkt. Ja, so. Diese Aufregung, diese Adrenalin, diese Bewegung, dieses, dieses, dieses ja. in die Pedale treten und so. Ähm, hab gekotzt erstmal. Ähm, danach habe ich erst mal kurz gedacht, ich so, ey, das war diesmal, hat diesmal noch besser geklappt. Ich wusste ja genau, ich muss es nicht mal zählen. Ich weiß genau, wie viel es ist, weißt du? Ich habe 30 Riesen einfach. Ich so, okay, alles klar, ich so. Das heißt, wir steigern uns. Das erste ist gut gegangen. Das zweite ist, also jetzt im Nachhinein kann man sagen, ne, ist, ist, ob es gut gegangen ist oder nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre beim ersten gleich erwischt worden, weißt du? Ja. Ja. Aus, aus dem Rückblick betrachtet quasi. Aber für mich in dem Moment war so, okay, der erste Überfall war noch ein bisschen holprig, war auch der erste, so ein bisschen geübt und so auch, ja. Ne? Ja. Hat geklappt, wenig Beute, okay, alles klar, jetzt haben wir den zweiten, wir haben gleich mehr als das Dreifache an Beute rausgeholt, weißt ja. du so. Äh, hat wunderbar geklappt, so, weißt du, warum nicht? So. Ähm, aber trotzdem war es mir noch zu wenig. Auch diese 30.000 waren mir noch zu wenig. Weißt du, in Anbetracht des Risikos, was ich da eingegangen bin, war es einfach äh, ja. Hast du dann den ähm, dritten Überfall wahrscheinlich auch genauso gemacht, oder? Äh, ja, ja, ja. Eigentlich, eigentlich, eigentlich genauso, nur diesmal in Berlin. Die, die anderen beiden Überfälle waren in Wolfsburg, in der Stadt, ah. in der ich gelebt habe zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, okay, okay. Ähm, und ich bin immer nach den Banküberfällen bin ich immer nach Berlin geflüchtet, okay. habe mich hier in ein Hotel einquartiert und habe die, die Presse beobachtet. in Wolfsburg gibt ne? gibt's noch irgendwas wird berichtet mhm. ne? und so weiter. Habe kurz von, von außen quasi betrachtet, ne? bis sich die Luft wieder ein bisschen beruhigt hat. Ne? Mhm. Deswegen war ich sehr sehr oft hier, weißt du, und habe mich ich habe mich schon mit 15 16 Jahren in diese Stadt verliebt, wo ich einmal hier Love Parade war. Ja. Ich, weiß nicht, wie alt ich war 15, 16. Ähm, seitdem wollte ich schon immer in diese Stadt ziehen. Weißt du? War schon immer ein, ein großer Wunsch von mir. So. Ja. Äh, und deswegen habe ich mir natürlich gedacht: Okay, alles klar, Berlin, Stadt der Anonymität, hier kannst du sehr gut untertauchen. Erst recht, wenn niemand weiß, wo du bist. Weißt du? Also, wenn keiner weiß, wo du bist, in Berlin dich zu finden, ist fast unmöglich. Sogar für ja. Zielfahnder ja. ist fast unmöglich. Ja, klar. Äh, dementsprechend <laughs> immer nach Berlin abgehauen. Und so war natürlich die Idee sehr naheliegend, dass ich gesagt habe: Okay, alles klar, in Berlin kennst du dich schon so ein bisschen aus wenigstens. Ne? Ähm, es gibt da dieses Berlin-Zehlendorf, eine sehr reiche Gegend ja, für privilegierte viel, ja. Menschen. Ja. Genau. Und da gibt es äh, eine Deutsche Bank, die Hauptfiliale. Und da habe ich mir gedacht: Okay, wenn du, wenn du da reingehst, Kurz vor Weihnachten, so drei, zwei, drei Tage vor Weihnachten, mhm. wir haben richtig schön Cash da und so weiter und so fort. Wenn du da kurz vor Weihnachten reingehst, da kannst du richtig absahnen. Weißt du, habe ich mir gedacht. Der Gedanke war richtig auf jeden Fall. Ne? Also da waren 112.000, glaube ich. Was für eine Bank. Du musst dir vorstellen, das ist ein Viertel. Also nur damit man, damit man ein Gefühl kriegt, wie viel Geld in Banken eigentlich rumliegt. Weißt du, weil viele Leute denken immer noch, da sind Millionen äh, liegen da rum. Das ist ja, ja. lange nicht mehr so. Sehr, sehr lange nicht. Und mehr. diese 112.000 hast du mitgenommen? Äh, nein, dazu ist nicht gekommen, Bruder. Dazu ist nicht gekommen. Weil beim dritten Überfall ist alles komplett eskaliert. Weißt du? Das war so. Also, ich stelle mir das jetzt wieder so vor: du bist reingegangen, hast wieder irgendein Schaf aus der Herde gerissen in einen Raum. Erstmal, Bruder, das ganz Interessante war, ich wollte den Überfall schon einen Tag vorher machen. Okay. Bin da aufgekreuzt mit meiner Montur, fertig, dies, das, Es kommt da rein, kurz vor Feierabend, noch eine halbe Stunde, ich komme rein, ich sage, ich brauche Termin, ich bin, ich bin hier gerade nach Zehlendorf gezogen, Arbeit, dies, das, ich brauche schnell Konto wegen Arbeitgeber, bla bla bla, da so eine Story gemacht. Mhm. Ähm, die Frau rennt schnell los, versucht noch einen Sachbearbeiter für mich zu finden, kommt wieder mit, mit einem Sachbearbeiter und ich denke mir so, Jackpot, aber nur um mir mitzuteilen. Dass es heute nichts wird mit dem Termin, aber sie mir sehr kurzfristig für morgen einen anbieten können, was schon sehr, sehr kulant ist. Weißt du? Und ich stehe da, wo dann mit meinem Koffer, mit meiner, mit meiner Montur, ich habe mich immer so mit Brille, weißt du? Mit, yeah. mit, mit, also, der erste Überfall war Panama-Hut und Sonnenbrille. Der zweite Überfall war dann mit so einer Wollmütze und einfach so eine Brille mit, mit, mit Plastikgläsern, mm. ja, ohne Sehstärke. Ja, yeah. ja. So. Und beim dritten Überfall genauso. Warum? Weil der zweite Überfall war im März. Bedeutet Panama Hut und Sonnenbrille macht keinen Sinn. Weißt du, war Schnee sogar, glaube ich. Und der andere war Dezember. Der letzte Überfall bedeutet mhm. auch Schnee und so weiter und so fort. Minus ja, 15 klar. Grad macht keinen Sinn. Richtig. Dementsprechend muss ich meine Maskierung ein bisschen anders, äh, 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 ja, anders äh, quasi wählen. Ja klar. Ähm, bedeutet, ich komme da rein, ich will eigentlich die Bank überfallen und die geben mir einen Termin für den nächsten Tag. Das bedeutet, ich kam eigentlich, mein dritter und letzter Banküberfall war mit Termin. Herzlich. Ich bin da mit Termin erschienen. So. Das heißt, du musst dir vorstellen, so, ich, ich, ich gehe dann aus der Bank wieder raus und denke mir so, was war das gerade, Alter? Was war das gerade? Ich wollte gerade die Bank überfallen. Die sagen zu mir, die haben keine Zeit, die geben mir Termin für morgen. Ich habe da hier so einen Zettel, ich habe hier so eine Visitenkarte von dem Sachbearbeiter. Weißt du, habe ich bis heute übrigens noch ne, die Visitenkarte. Ja. Äh, und denke mir nur so, wie wild ist das denn, Dicker? Du hast dir ja einfach einen Termin geben lassen für einen Banküberfall. Was ist denn mit dir, Alter? Was, weißt du? Bin zurück nach Wolfsburg gefahren diesen Tag wieder. Ja. Natürlich gingen diese Gedanken in meinen Kopf. War das vielleicht ein Zeichen? Soll ich vielleicht nicht? Ja. Soll ich vielleicht durch, dies, das, jenes? Ja. Auf jeden Fall, ich war zu dickköpfig, hab mir, weißt du, und hab mir gedacht, okay, alles klar, dann, dann machen wir jetzt einen Banküberfall mit Termin, gar kein Problem. Nächsten Tag, ich fahre wieder nach Berlin, parke mein Auto auf dem Parkplatz. Also du musst einmal um die Bank quasi so rum, so, ne? dauert mhm. so zwei, drei Minuten, ne? bis du auf dem Parkplatz bist. Mhm. Parke den Wagen hinten, ist jetzt auch eine neue, neue Situation für mich. Ne? Normalerweise mit Fahrrad, jetzt hier habt ein Auto. Warum Berlin? Normalerweise bin ich nach Berlin geflüchtet, diesmal wollte ich aus Berlin rausflüchten. Ja. Deswegen habe ich Zehlendorf, warum auch Zehlendorf? Zehlendorf erstens Reich, ne? die Gegend und so weiter. Aber das noch Wichtigere ist, also von der deutschen Bank in Zehlendorf brauchte ich drei bis vier Minuten auf die Autobahn, direkt an der Autobahn mhm. ne? und auf der Autobahn Kickdown fünf Minuten. Ich bin für keine Ringfahndung mehr greifbar. Weißt du, was ich meine? Ich bin komplett aus dem Radius mit meiner zehn Minuten Taktik, von wegen, ey, bewegt, hier bewegt sich keiner, so zehn ja. Minuten lang ja, ja. wäre ich schon außerhalb des Radius gewesen. Die hätten mich nicht äh, gekriegt, weißt du? Sogar wenn die sofort irgendwie Fahndungen eingeleitet hätten, ja. so, ich wäre schon über alle Berge so. Ja. Ich gehe also rein, selbe Masche wie immer. Ne? Diesmal kannte ich ja sogar schon den, den, den Sachbearbeiter. Ja, weil ich habe ihn ja schon einen Tag vorher gesehen. Er hat ja. mir seine Visitenkarte gegeben, Termin, bla. bla. Ja, so, und jetzt passiert schon mal der erste, der erste Fehler oder die erste Sache, die ich so nicht äh, habe kommen sehen. A, ne? Weil guck mal, einen Überfall kannst du nie komplett planen. Du hast immer Eventualitäten, auf die du eingehen musst. Ja, klar, klar. Es gibt nur zwei Büros die in der ganzen Bank die quasi in, an den Ecken sind, die, ähm, wo du nicht die ganze Bank sehen kannst, weil da so kleine Flure sind und dann verschwindest du so ein bisschen, und ja, ja, immer, okay, was okay. in der Bank los ist. Ja, ich so. verstehe, ich verstehe. Das bedeutet, ich bin jetzt mit ihm in einem, in einem, äh, äh, in einem Büro und ich sehe gar nicht, was in der Bank los ist. Überhaupt nicht. Ich weiß nur, er sitzt hier so, ich habe gar keinen Überblick. Da ist noch eine Tür zu, da, also keine Glasfassaden oder sowas, ne? Ja. ja. So, ich so, okay, Scheiße, Alter. Da fing schon mal schlecht an. Hab natürlich wieder, wie immer, meine Geschichte erzählt. Ne? Hör mal zu. Das ist, ich möchte kein Konto öffnen. Ich bin kein Kunde und so weiter und so fort. Das ist ein ja. Banküberfall. So wie bei den letzten. So äh, wie bei den letzten. Genauso, ja, genauso ja. identisch. So. Ähm, und natürlich ging es wieder darum, Filialleiter oder den Bankdirektor oder wie auch immer sich der schimpft. Weißt du, ich meine, denjenigen brauchen wir hier. Mhm. Weißt du? so. ja. ähm, ich mache ihm das klar und so weiter. und äh, Ich sage ihm, hör mal zu. Es geht gar nicht um dich. Ja, so. Du bist nur Mittel zum Zweck, ich brauche deinen Chef. Ja. Äh, er nimmt seinen Schlüssel, er nimmt sein Handy, er will loslaufen. Er sagt: Ja, okay, ich hole ihn. Ich sage ihm: Kollege, bleib mal ruhig, setz dich mal wieder hin. Denkst du, ich lasse dich jetzt hier mit deinem Schlüssel und mit deinem Handy einfach abhauen oder was? Setz dich mal hin. Ruf ihn an. Du hast doch ein Telefon hier auf deinem Tisch. Ruf ihn an. Er sagt: Ja, okay, okay, okay. Er legt seine Sachen wieder hin, setzt dich hin. Also, was soll ich ihm sagen? Ich sage: Guck mal, du sagst ihm, du hast ein Problem mit einem Kunden. Er soll runterkommen, du kommst hier nicht weiter. Mhm. Mehr sagst du nicht. Er soll sich das anhören und er ist dein Vorgesetzter, er wird schon kommen. Okay. Und dann, Bruder, passiert das, was mich im Endeffekt äh, auseinandergenommen hat an diesem Tag. Mhm. Und ich sagte dir ganz ehrlich, das ist, äh, ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt, Bruder, mit einer deutschen Präzision, es ist unfassbar. Er nimmt diesen Hörer und ich weiß bis heute nicht, wie er sich das getraut hat, ob das ob das Aufregung war, ob das kalkuliert war, ich weiß bis heute nicht. Ne? Er nimmt den Hörer und sagt: Herr Menneke, hier ist ein junger Mann mit einer Bombe. Er droht sich in die Luft zu sprengen, wenn wir ihm kein Geld geben. Kann auch sein, dass es voll der Dulli war, ne? Man weiß es nicht. Bruder, er hat einfach die ganze Information, ich hätte, Bruder, ich hätte drei Wikipedia-Einträge geschrieben, um die ganze Situation zu beschreiben ungefähr, weißt du? Er ja, hat ja. das in einem Satz, hat er diese Information so schnell in den Gehörer gesprochen. Bruder, ich konnte nicht mal über den Tisch hechten so schnell und weißt du, was ich meine? Es hat gar nicht funktioniert. Ich so, scheiße. Und da wusste ich, okay, 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 jetzt ist gerade so ein kleiner Wendepunkt. Jetzt könnte das Ganze schief gehen, weißt du, was ich meine? Ich habe das gespürt direkt. Oh shit, das, das war kein guter Move gerade, weißt du? Ich so, fuck. Ich so, was hat er gesagt? Er sagt, äh, er kommt gleich. Ich so, wirklich, ja? Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, um einen Cut zu machen. Part 2. Leute, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und... Ich bin echt geflasht, Alter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob er gekommen ist und was er gesagt hat. Bruder, die Sache wird ja noch richtig hart, ne? Du naja, weißt ja noch nicht, aber die ich, Sache wird noch richtig hart eskalieren. Ich, ich, weiß, ich weiß ja nix, aber ich bin, ich, jetzt, ja. ich bin bis jetzt schon. So ich habe schon, hab schon mich kurz gefasst. Ne? Ich, ich, ich habe mich, hab mich kurz gefasst. Ich bin viele Sachen so ein bisschen links. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Part 2 kommt nächste Woche, Leute. Abonniert den Kanal. Äh, von uns natürlich und auch von äh, meinem Bruder Tomek, äh, Knastvlog. Äh, sein YouTube-Kanal wird auch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung äh, zu sehen sein. Ich küsse eure Herzen, Leute, und bis nächste Woche Sonntag. Hau rein. Bye-bye. Ich danke dir.